Ein Kilometer langes Stromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnitten von je 2,5 Quadratmillimeter. Berechne den elektrischen Widerstand dieses Kabels. Hier die Angaben. Die Länge L beträgt 1 Kilometer, also 10 hoch 3 Meter. Der Querschnitt groß A beträgt 3 mal 2,5 Quadratmillimeter, das heißt 7,5 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter. Einer solchen Tabelle können wir den spezifischen Widerstand Rho von Kupfer entnehmen. Der spezifische Widerstand Rho für Kupfer beträgt 17 mal 10 hoch minus 9 Ohmmeter. Hier wird der Widerstand R gefragt, den wir in Ohm ausdrücken. Und um den herauszufinden, nutzen wir je nach diesen Angaben diese Formel von Puget. In dieser Formel ersetzen wir Rho durch 17 mal 10 hoch minus 9, L durch 10 hoch 3 und groß A durch 7,5 mal 10 hoch minus 6. Und so finden wir ganz genau 34 Fünfzehntel. Das ist ungefähr 2,27. Der gesuchte Widerstand groß R beträgt also ungefähr 2,27 Ohm.